Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu unseren Einwohnern von New London, London oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas, heißt, glaube ich. Ja, es geht um Winterheim. Wir sollen da ja eigentlich oder wollen da bald hin und das mal entdecken. Es kam ein einzelner Bewohner und hat gesagt, er wäre der Letzte gewesen und wir müssten fliehen und alle sind tot und es gibt keine Hoffnung und so weiter. Und dann ist unsere Hoffnung gefallen, die Leute haben sich versammelt und so weiter und so fort. Und jetzt Winterheim ist gefallen. Sie sind alle tot. Wie sollen wir ohne jede Hilfe überleben? Wir müssen zurück nach London. In dieser Eiswüste gibt es keine Hoffnung für uns. Die Einwohner beginnen sich zu versammeln, als sich das Schicksal Winterheims in der Stadt herumspricht. Einige wollen alles stehen und liegen lassen, nach London fliehen. Panik breitet sich aus. Ich muss ihnen ein Ziel geben. Oh, okay. Wähle unseren Weg. Die Leute sind aufgewühlt, Angst und Zweifel quälen sie. Sie haben die Hoffnung auf unser Überleben verloren. Die Verzweiflung könnte sie schnell zu leichtsinnigen Taten verleiten. Du musst sie durch eine gemeinsame Zukunftsvision vereinen. Entscheide jetzt, was ihnen ein Ziel geben und die Hoffnung wiederherstellen kann. Sonst herrschen in unserer Stadt bald dieselben chaotischen Zustände, wie auch, die auch Winterheim vernichtet haben. Glaube und spirituelle Kraft oder Ordnung und Disziplin. Leider kann man hier nicht abspeichern, weil ich würde das eigentlich gerne euch entscheiden lassen. Was wir hier jetzt machen. Aber das kann man jetzt hier irgendwie nicht speichern. Das ist ein bisschen blöd. Das finde ich jetzt schade. Dann muss ich mich jetzt für was entscheiden. Glaube und spirituelle Kraft oder Ordnung und Disziplin. Puh. Schwierige Entscheidung, die ich wirklich euch gerne zukommen lassen würde. Es würde jetzt auch ganz gut reinpassen. Aber ja. Leider gab es da ja wirklich keinen Hinweis darauf, dass das jetzt kommen wird. Ich wusste zwar, dass es manchmal solche Entscheidungen hier gibt, aber nicht, dass das jetzt kommt und dass man jetzt hier nicht abspeichern kann, ist natürlich sehr, sehr blöd. Oh Mann, das finde ich jetzt echt nervig. Überlegen wir gerade mal ganz kurz. Also ich glaube in spirituelle Kraft, ich würde sagen, sowas würde schon irgendwo passen. Ja? Ich denke, in so einer Situation wären die Leute unter Umständen sehr, sehr gläubig und spirituell, sogar relativ sicher. Ordnung und Disziplin würde vielleicht auch helfen. Was machen wir jetzt? Ich finde eigentlich beides sehr spannend. Aber ich finde einfach so ein bisschen rollenspielerisch entschieden. Ich weiß auch nicht, ich finde Glaube und spirituelle Kraft hier fast noch passender. Deswegen werden wir das jetzt wählen. Tut mir leid, dass ihr das jetzt nicht abstimmen könnt. Das finde ich ein bisschen schade. Aber so ist halt leider. Moment, können wir da jetzt zurück? Ach, das ist jetzt unser zweites Gesetzbuch. Zweck. Okay, und hier. Anpassung, das ist einfach das Essen, Hunger und so weiter. Und hier drüben der Zweck, da können wir jetzt zum Beispiel ein Gebetshaus. Okay. Okay. Neues Gebäude, Gebetshaus. Neue Fähigkeit, Predigt. Gebetshaus der Tempel. In der Nähe lebende Bewohner treffen sich zum Gebet, was ihre Hoffnung steigert. Oder du musst und du musst zwei Häuser der Heilung bauen, was auch immer das ist. Predigt. Okay, Gebetshaus. Ich denke, wir unterzeichnen das mal. Okay, das haben wir auch erforscht und dann werden wir jetzt hier nämlich auf den Kohleabbau mal gehen. Ich denke dann das hier mit diesen zwei Sammelhütten und hier drüben noch eine Mine in diesem Kohlevorkommen. Ich glaube, das sollte unsere Kohleprobleme dann ein bisschen beruhigen. Was ist jetzt hier los? Forschung gestoppt. Ach hier, die arbeiten ja gerade alle nicht, oder wie? Hoffen wir mal, dass sie das bald machen. Technologie, Außenpostendepot und Glaube, Gebetshaus. Basisheißstufe. Ja. Ich würde sagen, wir bauen das hier drüben mal hin, weil hier haben wir ja das andere gebaut, diese Arena. Dann bauen wir hier mal die Kirche. Und da gibt es ja auch noch Platz für weitere Gebäude hier hinten. Dort drüben sieht es ja eher schwierig aus.
Ja, bauen wir es hier hin. Die Kirche. Und Außenposten, what the fuck? Das kann man nur hier bauen. Und diesen Dingern. Ich habe gerade gedacht, was ist das denn jetzt? 25 Holz, 45 Stahl. Ich denke, auch das werden wir mal bauen. Hier drüben. Und dann bauen wir die Straße hier lang. Passt. Wunderbar. Und dann gibt es hier noch ein weiteres Ereignis. Eine Danksagung. Wir wollten ihnen nur danken. In London war es üblich, dass nur die Reichen ihre Kinder nicht zur Arbeit schickten. Aber diese neue Welt, für die sie hier streiten, ist ein Lichtblick für uns alle. Das war die richtige Entscheidung. Die Hoffnung steigt leicht an. Ja, ich denke, dann werden wir vielleicht da so ein bisschen bei diesem Pfad bleiben hier. Die Leute sind so, wir sind der Hirte der Leute, kümmern uns um die Leute und so weiter. Wollen den Leuten eigentlich auch nichts Böses. Und jetzt mit dem Glauben und so weiter, das kann ich mir so langsam richtig vorstellen, wie wir hier so eine verrückte Glaubensgemeinschaft werden. Finde ich eigentlich auch eine ganz coole Sache. Ja, so spielen wir das jetzt. Ja, Basiseffizienz 0. Das nervt mich immer noch ein bisschen. Warum? Unbeliebte Entscheidung, ein Erwachsener gestorben, einmal der Fall von Winterheim. Ja. So, jetzt gucken wir mal hier. Einige wollen gehen. Sir, Sie haben die meisten überzeugt, aber die Hoffnung ist gering. Eine Gruppe von Einwohnern ist immer noch so verängstigt, dass sie in 15 Tagen nach London fliehen wollen. Sie sind hier und wollen sie dazu bringen, ihre Meinung zu ändern. Der Glaube soll uns retten. Blödsinn. Sollen wir etwa um Nahrungsmittel beten, wenn wir am Verhungern sind? Ruft einer von ihnen. Wenn wir nicht versuchen, nach London zu kommen, enden wir wie Winterheim. Beruhigt euch, wir werden nicht sterben. Bin mal gespannt, ob die weggehen oder nicht. Deine Einwohner sind geteilter Meinung. Einige von ihnen sind so verängstigt, dass sie in 15 Tagen nach London fliehen wollen. Sie versuchen, andere zum Mitkommen zu überreden und nutzen deren Unzufriedenheit aus. Angst kann Menschen zu verzweifelten Taten verleiten. Erhalte den Frieden, gib den Leuten Hoffnung und bekämpfe ihre Unzufriedenheit, um die Stadt sicher durch die drohende soziale Krise zu führen. Uiuiui. Tendenz. Was heißt das? Eine Gruppe Einwohner könnte sich den Londonern anschließen. Ups, gerade hier ein bisschen. Ja, da müssen wir dann echt dran arbeiten, vermutlich. Und ich denke, dieses Gebetshaus wird schon mal helfen. Und so weiter und so fort. Ja, okay. Ich denke, das meiste wird vermutlich gebaut. 14 Leute wären das aktuell, die da weggehen würden. Ah ne, 14 Tage sind es noch. Ja, ich hoffe, wir kriegen das noch irgendwo gerettet. Hier können wir hier noch was machen? Ja, wahrscheinlich. Freudenhaus zum Beispiel, das wäre doch was. Ah ne, geht noch nicht. Ja, Hoffnung sinkt da vielleicht, aber Unzufriedenheit sinkt auch. Ja, das sollten wir vielleicht nicht machen. Dass da... Ja, aber eigentlich sollte doch die Arena auch noch was bringen, oder? Also warum steht es hier nicht mehr dran? Weniger als die Hälfte der Einwohner haben Zugang zu einem Gebetshaus. Okay. Und wir sollten vielleicht noch mehr Gebetshäuser bauen. Das ist auch eine Mission. Dann sollten wir das vielleicht noch angehen. Ja, hier drüben noch. Passt sogar ganz gut rein. Okay, und eine Technologie ist erfolgreich. Kohleabbau. Ja, was machen wir als nächstes? Vielleicht mal diese Wärmedämmung. Gesundheitswesen zum Beispiel. Speisehaus. Ja. Ja, von den Sammelstellen, da haben wir auch zwei. Optimierung des Kohleabbaus. 10% effizienter. Kohleminen, Dampfkohleminen und fortschrittliche Kohleminen.
Ja, aber das sind Dampfkohleminen, sind wahrscheinlich auch ab hier unten. Kohlegeneratoren nämlich nicht, vermutlich, gehören da wahrscheinlich nicht dazu. Das dann vielleicht noch nicht. Machen wir doch mal Wärmedämmung im Gesundheitswesen als nächstes. Dann können wir da vielleicht eins nämlich runter hier in diesen Dingern und dann verbraucht man ein bisschen weniger Kohle. Und dann werden wir noch hier drüben Rohstoffe, Kohlemine, eine hier bauen. Und werden dann hier noch natürlich die Straße runterziehen. Erstmal so. Ja, passt wunderbar. Die Hoffnung unserer Leute steigt mit der Zeit. Das wäre sehr, sehr wichtig. Oh, okay. Jetzt ist das Ding wieder rum hier. Die Arbeitszeit. Dann wird jetzt hier wenigstens gebaut. Wir haben das hier geschafft. Arbeiter, wie viele? 10 verfügbare Einwohner brauchen wir dafür. Oh Gott. Das ist natürlich schon viel. Da müssen wir mal gucken, wann wir das hinkriegen. Du kannst die Speergruppe bei der. Achso, kennen wir schon. 90 Kohle, einen Dampfkern. Ich überlege gerade echt, ob wir dieses Sperrteam mal auflösen wollen, um einfach mehr Arbeiter hier zu haben oder was wir machen. Kohlemine, großer Konvoi. Ich glaube, wir schicken sie mal zur Kohlemine, weil das ist ja gerade so ein bisschen unser Problem. Ja, los geht's. Oh, ich hoffe, da gehen keine, hä? Und wir kriegen die Hoffnung irgendwie hoch. Ich weiß ja gar nicht, wie weit man die hochbringen müssen. Gebetshäuser gebaut, die Hoffnung steigt. Und gar nicht so schlecht sogar. Und da kommt dieses Viech da, wo ich schon wieder den Namen vergessen habe. Automaton, glaube ich. Was kann das Ding denn jetzt? Vor allem, wie können wir das bauen? Kann man das jetzt da irgendwo reinschicken oder so? Ah, tatsächlich. Automaton an. Oh, wir haben hier übrigens auch zu wenig Leute. Fällt mir gerade erst auf. Wir müssen jetzt so die Leute aus diesen Teilen da dann rausholen. Oh, wir haben es ja schon 21 Uhr und ich habe das vergessen hier zu shiften. No. Ach, das sind nur Ingenieure hier drin. Hier vermutlich auch natürlich. Dann nehmen wir mal hier die 10 raus und schicken sie da rein. Haben jetzt zumindest schon mal 13. Keine Arbeiter. Jetzt haben wir hier Maximum. Hier haben wir maximale Anzahl. Ja. Natürlich nicht so gut gerade gewesen, das Ganze. Jetzt haben wir noch ein bisschen was. Ein paar haben wir noch zum Arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Automaton. Der arbeitet dann hier. Da kann man anmachen oder aus, das Ganze. Da bekommen wir aber irgendwie weniger Dinge, kann das sein. Vielleicht ist das so ein bisschen die Sache, die man halt eingehen muss. Dass man dann weniger Zeug bekommt. Wäre möglich. Ich wüsste was, wir shiften jetzt mal hier noch die hier rüber. Hier machen wir noch das mit Ingenieuren voll. Und dann nehmen wir nämlich, ja, gucken wir dann mal. 1,8 gibt es jetzt hier. Aber der kann halt die ganze Zeit arbeiten. Theoretisch. Können wir aber hier auch das auf kalt einstellen. Dafür gibt es halt weniger in der Stunde, aber er kann halt den ganzen Tag arbeiten. Also im Prinzip schon mehr eigentlich. Das Ding ist ziemlich massiv. Ich wette, dass es uns viel Arbeit abnehmen wird. Wie hast du dieses Ding genannt? Automaton. Sind Automatone gefährlich? Das ist eine gute Frage. Hier ist er schon mit einem Fragezeichen. Klingt ja nach viel Spaß. Gucken mal. Ist das denn gefährlich? Unser erster Automaton ist voll funktionsfähig. Dies wird unserer Wirtschaft sehr helfen. Automatone können manuell arbeitende Menschen ersetzen. Sie operieren rund um die Uhr und benötigen kurze Pausen, um via Generator wieder aufzutanken. Unsere Ingenieure können ferner Aufwertungen erforschen, die Automatone auch komplexere Arbeit verrichten lassen. Wunderbar, ich verstehe. Das war ein Ratschlag gerade nur, aber trotzdem ganz interessant.
Ich frage mich gerade immer noch so ein bisschen, was wir tun können, dass es unseren Leuten besser geht, hoffnungsmäßig auch. Vielleicht nochmal ein Gebetshaus irgendwo hier noch, dass wir wirklich das Ganze abdecken. Wobei, es wird eigentlich schon nur außer diesen drei Häusern wird alles abgedeckt aktuell. Ja, das ist doch in Ordnung. Lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Passen dann auf, dass wir die Zeit rechtzeitig erwischen. Okay, hier gibt es eine neue Aufgabe. Gucken wir mal. Londoner erhalten Zulauf. Sir, die Einwohner, die nach London gehen wollen, konnten ihre Freunde und Nachbarn dazu überreden, sich ihnen anzuschließen. Es war nicht schwer, sie zu überzeugen, dass sie wenig Hoffnung auf unser Überleben haben. Oh, nicht so schön. 17 Einwohner. Ja, aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, oder? 14 Tage, um die zu überzeugen. Ich frage mich, ob unser Captain wirklich einen Plan hat. Wir müssen uns organisieren. Irgendetwas müssen wir tun. Ganz schwierig. Wann kommen die zurück? Die brauchen noch eine Weile vermutlich. Die sind bald zurück. Dort unten auch. Okay. Jetzt sind sie da. Können wir die nämlich hier schon mal abziehen. Und hier reinpacken. Und dort packen wir auch gleich welche rein. Und ja, hier dann auch. Es wäre ganz schlecht, wenn die Leute gehen würden. Aber wir müssen uns jetzt echt mal so ein bisschen um die Kohle Gedanken machen. Ja, aber jetzt, ich denke, mit den beiden, also Dingern wird es irgendwie schon laufen, glaube ich. 10 Stunden nur noch, oh oh. Sonst müssen wir den Automaten vielleicht mal umschiften hier. 11 Stunden jetzt. Rohstoffe, wir werden nochmal eine Kohlemine bauen, und zwar hier jetzt. Einwohner, ne, die Straße wollte ich doch bauen. So, wenn wir das Ding dann nämlich noch bauen. Und das war ein bisschen unnötig, weil wir haben dafür gar nicht die Leute gerade. Aber wir können die mal hier rausnehmen, dass ich darf halt nur nicht das Ganze wieder vergessen, wie beim letzten Mal. Das ist nicht so geil. Hallo Automaton. Muss halt hier auftanken ab und zu. Ich bin mal gespannt, wie viel das Auftanken hier jetzt kostet. Aber der kann da echt durch die Straßen laufen. Auch witzig. Ah, hier tankt er auf. Ich glaube, das kostet schon ein bisschen was. Ja. Und wir haben eine neue Technologie erforscht. Wärmedämmung im Gesundheitswesen. Jagdtaktiken. Jagdhütten beschäftigen weniger Leute. Das wäre vielleicht was. Optimierung des Kohleabbaus. Das machen wir jetzt als nächstes auf jeden Fall. Hatten wir ja eigentlich auch vor. So, dann arbeite du mal weiter da hinten. So, Heizkörper sollten wir hier vielleicht auch anmachen. Das könnten wir so einen Trupp übrigens erstellen, aber wir brauchen ja auch hier wieder Leute für später. Deswegen sollten wir vielleicht auch mal die Anzahl hier senken, die dafür verantwortlich sind oder so. Machen hier erstmal das Ganze und schicken ein paar Leute rein. Müssen uns mal nochmal was überlegen für die Hoffnung, liebe Leute. Vielleicht nochmal so eine Arena hier. Ja, das könnten wir mal machen. Eigentlich geht es unseren Leuten doch gar nicht so schlecht. Allerdings kann ich natürlich verstehen, dass es denen gerade nicht so gut geht insgesamt. Kann man nachvollziehen. Aber vielleicht bringt das hier ja nochmal ein bisschen was. Aber vermutlich erst später. Oh, und nein, Pause drücken. Gut, okay. Dann nehmen wir die raus und die raus hier.
und nehmen hier Leute rein, hier Leute rein und nehmen auch noch die hier raus und schicken die dort rein. Wobei das nervt mich jetzt, da gehen wir nochmal auf Maximum. Beziehungsweise machen jetzt, nee, machen jetzt hier Maximum, Maximum und jetzt haben wir 11 verfügbar. Schicken wir noch welche raus, hier vielleicht. Okay. Was ich ein bisschen nervig finde, ist, dass man jetzt wirklich hier immer dieses Ding einschalten muss, ausschalten muss und so weiter. Müsste ja eigentlich. Damit können wir natürlich auch Kohle sparen. Bisschen nervig, wie ich finde. Dass das nicht einfach, man kann ja auch eigentlich hingehen und sagen, hey, heiz, wenn da Leute drin sind und lass es, wenn halt keine Leute mehr drin sind. Übrigens nur noch 108 Holz hier drüben in dem Ding, dann können wir nämlich das hier abreißen. Ist auch gar nicht so schlecht. Dann haben wir nur noch hier drüben. Oh, aber hier ist jetzt auch nur noch 169, also da müssen wir auch mal aufpassen, dass wir da dann nicht zu spät unsere Kapazitäten erweitern. Ja, aber das soll es erstmal für heute für diesen Part hier gewesen sein. Ich habe jetzt auch, so wenn ich mich nicht täusche, alle Videos soweit vorproduziert, die ich vorproduzieren wollte, wenn ich jetzt übers lange Wochenende nicht da bin. Und ich glaube, das ist ganz gut. Es war natürlich jetzt ein ganz einschneidendes Ereignis in diesem Part hier. Das muss man mal sagen, wie es ist. Ich bin gespannt, wie viele unserer Leute gehen werden. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar dazu, nicht zu gehen. Bin da eigentlich auch ganz guter Dinge. Vielleicht vor allem dann, wenn hier das Wetter noch ein bisschen besser wird, wenigstens auf minus 30 Grad oder so. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Ja, und dann schauen wir mal. Vielleicht entdeckt man auch ein paar neue Leute oder vielleicht entdeckt man ja auch in London irgendwas, was nicht so schlimm ist. Nicht in London, in Winterheim meine ich. Vielleicht entdeckt man da irgendwas, was nicht so schlimm ist. Dann entspannen sich die Leute vielleicht auch. Gut wäre es auf jeden Fall. Und dann sehen wir mal weiter. Was ich kurz machen würde, ist folgendes: Ich schicke den Automaton mal darüber und dann machen wir lieber hier dann irgendwann die Heizkörper rein und schicken dann die Leute hier rein und die sollen dann Eisen haben wir eigentlich relativ viel, sollen die Leute lieber hier arbeiten anstatt und dann haben wir den Automaton den ganzen Tag hier in dieser Kohlemine am Arbeiten. Ich glaube, das ist fast sinnvoller. So, und dann mal gucken, was wir so erforschen. Vielleicht wären auch weitere von diesen Automatonen da ganz gut. Aber das sehen wir dann mal in den nächsten Parts. Ich danke euch auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.